Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1168 zu einem PvT mit dem polnischen Protoss hier in Rot. Der ist beim Team Liquid. Es ist Mana. Und der spielt gegen eine Überraschung des Qualifiers. Das ist wirklich so der Fall. Beim Team Cascade, der Terraner hier in Blau, russischer Terraner, es ist Milky Cow. Die wirklich etwas überraschend vorwärts gekämpft. Und ja, ist als Terran unterwegs. Wir starten hier zwischen den beiden auf Eternal Empire. Milky Cow hat ja schon andere Protosse geschlagen, nämlich hier DNS mit 2:1 und Blue mit 2:1. Was dann eben jetzt hier in der Qualifizierungsrunde dann auf Mana getroffen ist. Ein 10 Mana schickt da sehr früh auch eine Probe los, fürchtet da fast eben eine Proxy, weil er eben nicht so ganz einschätzen kann, dass ein Gegner, den kennt man nicht wirklich. Da geht man lieber auf Nummer sicher, was das Informationen beschaffen angeht. Möchte man nicht einfach so blind spielen, weil das kann halt auch richtig schief gehen. Wenn das halt jemand ist, der irgendwie ganz speziell am Rumschießen ist und man damit nicht rechnet, lebt man halt auch ganz schnell Maps. Klar, es ist ein Best of 5, das heißt, es normalisiert sich etwas. Es ist in einem Best of 5 viel, viel schwieriger, den Gegner einfach rauszuschießen. Es sind aber auch hier tatsächlich, die Wall wurde zugemacht von Milky Cow. Ich möchte also nicht, dass man jemand der Probe reinscouten kann. Es gibt erstmal einen Reaper. Und danach aber direkt die Factory. Mal gespannt, was Milky Cows Plan so, Playstyle so ist, weil ich ja wirklich auch wenig Infos über ihn, beziehungsweise gar keine. Das bisschen, was man eben an Infos von ihm sammeln kann, wo er herkommt, bei welchem Team er ist, was eben sein Turnierverlauf war. Mir war er auch vorher nicht wirklich bekannt, also lasst mich einfach ein wenig überraschen, was das PvT uns hier bringt. Mana erstmal mit seiner Gateway Expansion, Bob geht mit unterwegs, war aber trotzdem auch da ein bisschen vorsichtiger. Und da kommt als erstes mal ein Stalker, währenddessen patrouilliert er noch eine weitere Probe durch die Gegend, um da weiter zu scouten, falls da noch irgendwas los ist. Reaper ist jetzt mal unterwegs und wir haben gleich eine Fertig Effekt, aber auch einen zweiten Reaper tatsächlich, was man in diesem Matchup jetzt nicht so häufig sieht, dass der Terraner Doppel Reaper baut. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was sich beiden sich hier leisten. Wir haben hier erstmal einen Stargate bei Mana in seiner eigenen Base. Da kommt dann eine Sentry mit dazu. Und natürlich seine Expansion ist unterwegs. Auch die Terran Expansion ist jetzt hier im Bau. Oh, der Reaper verpasst knapp die Probe. Das wäre quasi Free Kill gewesen. Aber vielleicht kann ich hier in der Net schon noch was mitnehmen. Auch die Probe ist da in Gefahr. Die Mine ist allerdings nicht ganz. Der Stalk ist mit dabei. Somit der Reaper kommt da erstmal nicht ran. Aber es waren jetzt dann gleich zwei Reaper. Das macht die Sache für den Protoss etwas komplizierter. Natürlich, das Oracle kann eventuell richtig gut einschlagen. Stargate ist schon fertig. Oracle ist im Bau. Und daran hat bisher anti-air-technisch nicht wirklich was, denn er hat Reaper und Hellions gebaut. Entsprechend ist anti-air nicht wirklich vorhanden. Es geht jetzt erstmal Fokus auf die Sentry. Sentry wird fokussiert, Sentry wird reingedived. Die Sentry wird hier auch fallen für einen der Reaper. Diese Frage, ob der Zweite das überlebt. Die Mine ist nicht ganz gut. Stattdessen, der Stalker kommt daran, aber der Reaper überlebt mit 2 Points. Will jetzt noch weiter wegfliegen, wegdüsen und das schafft er auch. Der Reaper überlebt das erstmal. Der Stalker kommt nicht hinterher. Erstmal tradet den Stalker für die Sentry und gab es den Scout? Nein, er hat aber das Stargate knapp verpasst. Er war nicht weit weg davon. Aber er hat das Stargate nicht gesehen. Das heißt, er weiß nicht, was techmäßig beim Protoss abgeht. Und ist auf Oracle, wir nennen es mal, wenig vorbereitet. Effektiv gar nicht. Startet aber hier einen Triple Hellion Drop. Eventuell kann der da kontern. Und wir haben jetzt hier noch eine Proxy Armory mit dazu. An einer sehr interessanten Stelle, wo quasi scouten würde, ob dann Warprism oder eine Lufteinheit vorbeikommt. Problem ist, die Lufteinheit ist schon da. Oracle geht jetzt gerade in die Main und ja, wie gesagt, Anti-Air ist Mangelware. Jetzt kommen jetzt dann gleich Widowmines. Die können helfen, aber sind halt auch nicht optimal gegen Oracles. Oracle gerade verliert ein bisschen Energie, weil es eben nicht ganz schafft, an die SVs ranzukommen. Trotzdem 3 Kills, 4 Kills. Erstmal auf die Worker, aber wenn das dann geht, es auf der anderen Seite eben auch los. Der Protoss hat jetzt auch Schwierigkeiten mit den Workern. 2 Probes gehen bisher down an den Hellions und dem Reaper. Da ist auch das Oracle mit Defensiv dabei, das zweite. Da wird jetzt eingeladen, 6:5 Worker gekillt aktuell. Phoenix wird gebaut, um das Medivac zu jagen. Kann hier Milky Cow nochmal Schaden rausholen. Dann hier ist ein weiteres Stalker, weiteres Oracle. Das sieht nicht so aus, er lädt nochmal aus, versucht nochmal irgendwas zu tun. Hätte mal eine Probe mitzunehmen oder die Einheiten zu safen. Er versucht es mit dem Safe. Und der Hellion ist momentan der Fokus tatsächlich. Der Hellion tankt das weg und kann damit genügend Distanz zwischen sich und die Stalker bringen, um das zu überleben. Währenddessen Oracle hier fliegt noch durch die Gegend. Wir haben jetzt einen Viking Bomb Marines. Insgesamt 37:31 Worker lost hier aktuell. Die Terran-Einheiten werden noch weiter gejagt vom Oracle. Oracle schnappt sich hier auch beide Kills tatsächlich am Ende noch. Also mit bleibt von der
Terran-Truppe nichts übrig, aber da gibt es bereits den Nachschlag, nämlich Widowmine Drop mit Armory, das heißt, die bleiben unsichtbar. Detection ist unterwegs und die Protoss-Army ist in perfekter Position für den Abfangkurs. Und ja, die Widowmines haben jetzt sehr ziemlich schweres Leben. Die Oracle Laser, oh, das Oracle, oh, da geht das Oracle down, weil eben die Widowmine, sie wurde nicht schnell genug gekillt, sie hatte noch das bisschen Hitpoints, die andere Oracle, das andere Widowmine kann auch noch schießen. Und ja, da fehlt... Na gut, da war Relevation drauf, da waren die Detection da, die Widowmine lebt noch mit dem letzten Hitpoint. Zum Mitmana kriegt nochmal ein teures Oracle gesniped, aber an sich hat das jetzt alles im Griff und Milky Cow verliert am Ende mehr Ressourcen und hat eine dritte Basis gegen sich. Baut aber schon an der eigenen 39 zu 43 Worker, also es sieht für Milky Cow gar nicht mal so schlecht aus. Insgesamt. Muss halt jetzt gucken, seine Bio ist halt relativ schwach, beziehungsweise kommt halt auch nichts an Upgrades bisher. Und wir haben hier dahinter aber weitere Parallels, also Bio Playstyle ist auf jeden Fall angeplant. Sind hier nochmal die Phoenixe, die mehr gebaut werden, und es sind Kolosse bereits unterwegs hier für Mana. Also tech-mäßig hat Mana hier auf jeden Fall einen Vorteil. Phoenixe plus Kolosse ist eine schöne Kombo, um den Terran im Griff zu halten. Vor allem eben, wenn man da eine gute und ja, keine kritische Ausgangslage hat. Und Mana hat hier eben genügend Army Supply des Gegners gekillt, dass er sich in einer recht komfortablen Ausgangslage befindet. Auch wenn es economy-technisch nicht so grandios für den Protoss läuft, das sieht man stellenweise besser. Dafür hat Mana dieses Mal das mit dem Army Supply ziemlich gut im Griff. Weil eben beim Turn kommt jetzt plus 1 Attack und es ist nach wie vor kein Stim unterwegs. Wie man eben sieht, das Upgrade-Tab ist leer. Kein Stim, kein Combat Shield und das ist für die Marines durchaus wichtig. Und wir sehen jetzt aber, ja, da geht's los mit Doppel-Upgrades. Das muss man eben jetzt aufholen. In der Zeit hat Mana seine dritte, den ersten Koloss. Da kommt Koloss Ranger plus 1. Warte mal, die ist eingegraben. Das sieht ein bisschen komisch aus auf so einer schiefen Ebene. Aber die Widowmine Zeta ist eingegraben und die ballert jetzt noch die Probe aus dem Leben. Und währenddessen gehen die Phoenix aber gerade noch rein in die Main, killen ein paar SCVs. Zwei momentan, die Turn-Einheiten versuchen zu antworten. Da ist der Cycler, das sind die Vikings und da wird es ein Phoenix das Leben kosten. Und der zweite kriegt dann auch eventuell ein bisschen Schaden ab. Nein, die Vikings kommen nicht näher ran, aber 5 Kills auf den Workern. Sind bei 69 Workern jetzt zu 47. Turn, Army... Kombination, die Turn-Upgrade-Kombination nähert sich der Fertigstellung, aber eben auch beim Protoss mit Plus Range und Plus 1 wichtige Upgrades. Gut, dann kommt da noch ein Stasis Warden defensiver. Würde mein Schild noch immer hier rum, kann, darf inzwischen auch wieder schießen. Aber die Phoenixe könnten da eventuell gleich getroffen werden. Die Widowmine. Okay, ne. Ich glaube, Mana hat das gesehen. Ich glaube, Mana hat gerade gesehen, dass da die Widowmine im Boden ist. Bis er weiß, dass er da seine Probe netter verloren hat in dem Gebiet. Ja, er hat es gesehen. Da kommt der Tag, da kommt der Lift und da ist die Widowmine auch weg. Der hat quasi keine Hitpoints. Die Armory wurde noch nicht gescoutet hier tatsächlich. Hier die ganze Zeit rumsteht. Und hier gibt es nochmal einen Snipe auf einen Marine. Phoenix gibt mir immer noch sehr gute Map-Control. Wir sehen weitere Gateways und einen Templar-Archive. Aber Milky Cow rückt raus. 55 zu 65 Work. Hier nochmal die Defensive gegen die Lufteinheiten. Ja, die Ground Army. Sie wandert mal weiter. Da ist aber ein Stasis Ward, der eklig werden könnte. Ansonsten haben wir jetzt hier die dritte am Laufen. 10 Worker Unterschied aktuell. Da ist der Marine raus. Somit ist der Stasis Ward auch erstmal ja, kein Thema. Weiter Marine stimmt immer nach vorne zur Sicherheit, falls da nochmal ein Stasis Ward ist. Und ja, hier geht's los mit dem Siege. Es sind zwei Kolosse mit dabei. Da kommt der erste. Es sind drei Kolosse mit dabei. Mit Range und plus 1. Das ist gefährlich gegen Bio. Kann ich hier wirklich kaum guten Fight draus machen. Rennt jetzt mit der Bio mal rein. Oh, aber er wird geforcefield und verliert schon mal die Hälfte seiner Bio direkt. Die Panzer balancen auch ein bisschen das Protoss aus dem Leben, aber im Verhältnis wird der Terraner doch deutlich mehr hier gerade. Milky Cow rallied aber sofort nach mit allem, was am Bio support. Nein, aber stattdessen kommt der Loading, der Boost rückwärts erstmal. Aber wir sehen, bei Milky Cow kommt abgetechnisch gerade wieder nichts mehr. Das steht wieder alles. Während das ein Mana mit plus 1 Armor Charge und da kommen richtig viele Templer und ein Warpless mit dazu. Das heißt, es gibt auch einige Archons hier mit dazu in diese Army. Das heißt, einen guten Tank vorne dran. Bio Army bekommt immer mehr Medivacs. Es werden noch weiter Panzer auch gebaut. Also es ist noch einiges an Feuerpower da. Und wirklich auch. Aber er ist hier auch. Oh, er ist hier mit den SCVs unterwegs. Ich wollte sagen, er ist makrotechnisch bisher gut unterwegs. Aber jetzt ist er natürlich sowieso. Ist er all in. SCVs werden mit reingepult. Da kommen die Panzer-Sieges mit dazu. Da gehen aber die ganzen SCVs vorher down, ohne dass sie groß Einfluss auf den Fight haben. Das war bis man kann ja die Kolosse safen. Zumindest einen davon. Der andere wird rausgesprengt. Trotzdem, Mana verliert hier teure Einheiten. Und er muss sich zurückziehen. Der Koloss wird auch gefokust. Koloss ist auch down. Milky Cow
Er ballert sich hier vorwärts, aber er muss jetzt halt auch was machen, denn er hat nur noch 29 Worker übrig. Kriegt jetzt hier noch das Oracle, Mana pusht aber wieder ran, die Panzer sind ein bisschen spät gesiegt, seine Chargen nach vorne, lifts auf die Tanks, der Kolossus wird vorne rangeliefert und jetzt sind die wichtigen Panzer ausgeschaltet. Die Marauder gehen nochmal nach vorne, versuchen die Stalker oder den Koloss zu erwischen, gehen hier auf einen Stalker nach dem anderen, der Panzer ist wieder unten, kann also wieder schießen, die Phoenixe wurden gesniped, der Fight läuft noch weiter. Mana hat die viel bessere Economy. Aber ihm fehlt es gerade im Army Supply. Er muss sein Army Supply wieder aufbauen. Hat gerade eine vierte auch unterwegs. Und das ist mitgekoppelt, das jetzt einfach nur noch beenden. Aber hat jetzt richtig Probleme mit richtig vielen Zellets, die halt auf seine Bio und auf seinen Panzer ranchargen. Da geht der Tank gleich down. Von Bio ist halt fast nicht übel. Es sind drei Marauder, die hier rumrennen. Jetzt kommt mal ein bisschen was nachgelaufen. Jetzt das Viking. Wollte nochmal den Koloss haben, kriegt den aber nicht. Stattdessen klärt man unten die Zellets und Mykikau pusht weiter nach vorne. Erstmal Army Supply immer noch ein gutes Stück vorne. Aber da rennt auch noch sehr viel Army Supply gerade über die Karte. Nein, Mykikau hat das Gefühl, er kriegt das nicht in den Griff und wirft das GG tatsächlich. Weil er hat jetzt halt neben mir die nächste Welle an Zellets und das ist so das Problem. Man sieht, er hat hier Einheiten technisch nicht mehr viel. Wir bräuchten jetzt aber seine Vision kurz. Man sieht, es tröpfeln Einheiten nach, aber halt nicht genug, um das langfristig so durchziehen zu können. Also er müsste einmal wirklich genügend Schaden machen, dass er an die Base rankommt, dass halt den Economy-Schaden ausgleichen kann. Er hat halt seine ganzen SCVs mitgezogen und verloren und damit erholt sich sein Income einfach nicht. Da ändern auch Mules nichts dran. Aber starke Versuche am Film. Er hat, glaube ich, Mana hier auch sehr ins Schwitzen gebracht, gerade der Go. Aber die Einzelführung geht trotzdem an ihn und wir schauen uns als nächstes Map Nummer 2 an. So, Map Nummer 2 und Mana sofort mit der Probe hier unterwegs. Natürlich jetzt die Einzelführung, kann das so ein bisschen entspannter sein. Wo relativ die Probe denn hin? Einfach direkt rüber zum Terraner. Such gerade nach dem Indikator, wo die Probe hin möchte. Nee, die geht an die... Will Mana hier etwa proxyen? Versucht hier Mykikau unter Druck zu setzen. Könnte durchaus passieren. Führt jetzt hier natürlich 1-0. Kann sich es also leisten, eine Map abzugeben. Und da kommt tatsächlich ein direkter, schneller Proxy-Pylon. Also Mana tatsächlich derjenige, der hier schießt. Was man jetzt vielleicht, wenn man so das Matchup liest, nicht unbedingt erwartet hätte. Ja, Pylon ist fertig. Als nächstes kommt ein Gateway mit dran. Mykikau, währenddessen spielt eigentlich... Ja, normalen Opener. Oder er, okay, er spielt Doppel-Rex. Also auch schon auch eine Variante. Und hat aber hier eben auch seine Wall zugemacht, damit die Probe nicht reinkommt. Die erste Barracks wird fertig. Reaper wird dann gleich gebaut, aber eben 2-Rex. Mana kann das nicht scouten, so nah ran kommt er nicht. Aber natürlich sein eigenes Spielchen hier unterwegs mit dem Proxy-Gate. Warp. Der Next Course unterwegs und man sieht eben, Mana ebenfalls jetzt erstmal auf One-Base unterwegs. Mal sehen, was da das Resultat daraus wird. Die Probe fährt jetzt nochmal auf die andere Seite und scoutet einfach durch, ob da irgendwo was rumsteht. Aber das eben nicht. Ne, die Probe. Okay, nee, sie fährt die alle Ecken aus. Und wir haben jetzt hier dann gleich den Reaper da. Zweite Rex ist aber auch gleich ready. Und was gibt's hier von Mykikau? Er baut einfach Doppel-Rex Reaper. Er baut momentan Doppel-Rex Reaper. Oh, wird das... Wird er das Proxy finden? Er ist am Scouten und er wird es sehen. Er sieht das. Der Stalker ist aber im Bau. Die Reaper, ja, ist jetzt nicht so toll gegen Pylons. Und währenddessen... Alter, Mana. Mana währenddessen mit einem weiteren Proxy-Pylon. Was will er jetzt hier nachsetzen? Stargate? Aber er hat gar nicht das Geld dafür. Währenddessen versucht der Terraner gerade einfach nur irgendwie, ja, seine Natural zu nehmen, einen Bunker zu bauen und natürlich jetzt den Stalker zu defenden. Wäre sehr schön. Da geht schon mal gleich das erste SCV down. Und der Stalker ist halt gegen einen Reaper, ist der Stalker auf jeden Fall stark und da kommen halt noch mehr Stalker mit dazu. Zudem kommt Warp Gate auch nach und nach. Also Mana kann die Stück für Stück den Druck erhöhen. Jetzt geht's los mit dem Stalker gegen Reaper Fight, aber die Reaper verlieren den Fight. Da geht ein Reaper down. Und dessen der Bunker ist noch lange nicht so weit, dass sie hier aushilft. Die Stalker können also weiter pressuren. Das sieht nicht gut aus für Mykikau. Er flieht jetzt schon seine frühen SCVs. Und ja, Mana kann sich hier reinballern. Drei Stalker am Start. Da kommt tatsächlich ein Proxy Stargate von dem Verrückten. Was ist denn mit Mana los? Okay, hat da überhaupt keine Respekt jetzt hier von Mykikau. Und sagt jetzt einfach, okay, ja, ich proxy dich einfach und mach dich früh fertig. Und ja, hat damit auch hier stückweise Erfolg. Denn es ist einfach keine gute Defense gegen drei Stalker da. Die Reapers sind nicht effektiv, es sollen Marauder kommen. Aber bis die da sind, können die Stalker so viel anrichten. Die Natural muss auf jeden Fall gecancelt werden, wenn Mana da drauf kommt. Der Mana will halt immer noch den Kill auf die Mainbase direkt. Er will das Spiel am besten Fall schon beenden, kriegt er noch weitere SCVs, natürlich auch SCVs weggezogen, das heißt, die arbeiten nicht. Und ja, Mykikau wirft einfach das GG und Mana schießt sich hier zum 2-0 zum Matchball. Was denn da los? So, Mana ist für mich jetzt nicht unbedingt als ein so harter Cheese bekannt, gleich Doppel-Proxy. Das ist was, das hat man sich vom großen Buch von Haas abgeschaut. Aber
Nicht gedacht, dass Mano wegen die Technik ist, der sowas macht. Aber gut. Damit gehen wir jetzt in Map Nummer 3. So, und auch in der Map schickt Mana seine Probe direkt wieder los nach dem Peilen. Will er etwa nochmal nachproxien? Das wäre schon etwas gemein. Aber ich meine, er hat die Führung. Wie gesagt, mit der Führung lässt sich sehr entspannt proxien, wenn man sich denkt, ja, wenn ich die Map verliere, gebe ich halt eine Map ab, aber bin trotzdem noch ein gutes Stück vorne. Ja, und da ist der Proxy-Panel wieder. Diesmal ein bisschen weiter weg als beim letzten Mal. Nicht viel, aber ein klein wenig, würde ich sagen. Und ja, mal sehen, was Milky Cows Plan dieses Mal ist. Jetzt soll es auf jeden Fall wieder ein Proxy-Gate geben, so wie das aussieht. Also werden wir da auch wieder Proxy-Stalker kriegen. Mal sehen, ob der Mana dann auch wieder sein Stargate nachlegt, wenn das lange genug dauert. Bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall hier Tarana wieder mit Doppelwex-Opener. Also hier wieder Milky Cow mit seinem eigenen gleichen Opening. Hat halt wieder das gleiche Problem. Er, ja, kann zwar mit dem Reaper scouten, aber nicht wirklich einen Pylon oder einen Stalker loswerden. Und muss dann eben um seine Early Game Defense gucken. Er muss quasi einen Bunker hinkriegen, um da irgendwie was sinnvoll machen zu können. Die Probe fährt hier noch weiter wie irre durch die Gegend. Also Mana, das scheint wieder sein zweiter Pylon zu werden, oder? So abseits wie er gerade ist. Das sieht schon sehr verdächtig aus. Also er scoutet selber nach einem Proxy. Gut, das könnte auch einfach selber ein Scout nach Proxy sein. Aber er wird nicht geproxied. Stattdessen ist Milky Cow hier selber am Scouten. Wir sehen jetzt wieder Stalker werden gebaut. Das Gateway Proxy Gate steht und das wird auch wieder gescout. Oh nein, er scoutet ganz knapp dran vorbei. Das ist bitter für Milky Cow. Er fährt ganz, ganz knapp dran vorbei. Aber er hat einen Reaper unterwegs. Das heißt, ihr könnt dem Reaper theoretisch versuchen, hier reinzuspringen, und da kommt gerade schon eine Schildbatterie. Also Mana ist vorbereitet. Und wenn das der Stalker, kann jetzt hier gleich wieder für Chaos sorgen. Und für Milky Cow fangen dann hier wieder die Probleme. Der Reaper wird zurückgeordert. Nächster Stalker marschiert aber auch schon los aus dem Mainbase und ein weiterer dritter Stalker kommt mit dazu. Und drei Stalker sind halt schon mega eklig für den Terraner. Man müsste irgendwie einen SCV-Surround dahin kriegen. Das ist nicht so einfach. Stalker sind relativ agil. Hier wieder der Versuch, den Stalker anzugehen. Mit zwei Reapern, da kommt er doch mal ein Stalker mit dazu und damit können die Reaper den Fight nicht mehr so einfach gewinnen. Was sie denn überhaupt gewinnen können, sieht nämlich nicht danach aus. Die Reaper regenerieren sich zwar, aber nicht, wenn sie tot sind. Und einer ist schon tot, der andere ist mega low. Das heißt, die Reaper können gerade wenig fighten. Das Kommando wird nochmal weitergebaut. Stalker beballern wieder mal die Ball. Dritte Barracks kommt damit dazu. Es werden weitere Reaper gebaut, aber der Reaper gegen Stalker ist einfach nicht so geil. Und da hat Mana einfach einen chronischen Vorteil, was die Einheiten angeht. Jetzt sind die SCVs mit dabei. Jetzt geht hier das Kiten los und vier Stalker gegen vier Reaper. Reaper 1 wird gefokust. Reaper 1 ist down. Da geht es auch mal ein Stalker down, aber da stirbt auch der nächste Reaper und der Reaper wird einfach abgetradet. Und die Stalker kann also immer noch gegen die SCVs kiten. Und Mana hat währenddessen Twilight Council unterwegs. Ja, kitet sich immer noch durch SCVs durch. 21, 25 natürlich auch wieder verloren im Mining Time. Natural unterbrochen. Es ist kaum Army Supply für den Terraner da. Das sieht nicht gut aus für Milky Cow. Das ist wirklich ein bitteres Ende hier für ihn, weil ja, man sieht, die SCVs sterben ihm weg. Und Mana kann einfach konstant weiter drücken. Er hat jetzt gleich Warp gehen. Das heißt, da kommen gleich nochmal viel, viel mehr Stalker mit dazu. Und er hat jetzt schon 10 SCVs gekillt. Für Milky Cow tut sich das schon gar nicht mehr länger an. Und da kommt einfach das GG und geschlagen wird die hier mit 3 zu 0. Und weil Mana einfach mit dem Proxy Gate Swarm unterwegs ist und damit halt mega Erfolg gefeiert. Und man sieht hier, wie schnell das eben mit dem Mining einbricht. Terraner hat hier aktuell 250, das ist 200 bis 300 Minerals und ja, 200 bis 300 Gas, was er da gerade sammelt. Ist schön zum Reaper bauen, aber hilft halt sonst nicht. Und ja, da hat Mana einfach frühe Einheiten gepumpt und die Terran Defense hat nicht gepasst. Somit 3 zu 0 für Mana macht er ein recht schnelles Match da draus. Also das war wirklich nicht lang das Best of 5. Hätte ich so auch nicht erwartet, dass das so abläuft tatsächlich. Aber gut, Mana hatte anscheinend Lust auf Cheesen. Es ist, wie es ist. Gut, das war's mit diesem Cast. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.